Warten jetzt. André, gib mir noch einen Moment, ich guck nochmal noch, wie der heißt. Nepsis. Okay, die kommt. Guck. Nein, nicht die Bahn kommt. Die Bahn kommt, die Bahn kommt, die Bahn fährt. Die Fresse. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finam Wildlife. Heute sind wir wieder im Feindgebiet. Quatsch, kleiner Scherz. Straight out of Fennel, ihr Assis. Wir sind mal wieder in Mannheim. Aber wo wir in Mannheim sind, werdet ihr jetzt in dieser Folge erfahren. Und zwar sind wir, wo sind wir denn, Thorsten? Und zwar sind wir bei The Chapsies Burgers. Weil wir ja schon in Weinheim waren und haben einen Burger getestet. Gehen wir jetzt mal nach Mannheim und testen ein paar Burger. Ja? Ich muss sagen, ich bin mittlerweile echt ein großer Fan von diesen, ja, von diesen Burgerladen-Läden, die aus dem Boden schießen. Ja. Hauptsache mal Burger King und McDonalds ausgehebelt. So sieht's aus. Ja. Es ist meistens eine richtig, richtig gute Qualität, schmeckt richtig gut. Und für die Soßen lassen sich die Jungs auch ordentlich was einfallen. Also würde ich sagen, geh mal rein und bestellen, Thorsten, oder? Ja, was willst du für einen Burger essen? Lieber Beef oder lieber Chicken? Der Spicy sei ja vom Ding her, was ich so gelesen habe. Spicy Chicken. Genau. Ja. Ich denke mal, ja, ich würde auf jeden Fall einen Spicy Chicken Burger probieren. Mexican Chili Burger, ich weiß nicht, ob da nicht wieder. Alles brennt dann noch. Ja, ich pusse dich. Ich nehme es in Kauf. Aber was wäre für dich gut, Thorsten? Warte mal. Achtung. 90s Cheeseburger. Du bist antiquarisch, also brauchst du 90s Cheeseburger. Okay, dann nehmen wir den, wenn der Sascha das sagt. Das war ein Kommentar aus den Kommentaren hier. Richtig, weil wir ja angekündigt haben, die Kommentare von euch abzuarbeiten, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, nach Mannheim zu fahren und Nepsis Burger zu testen. Seid gespannt. Train your chick, that's some bitch code. Catch a trick, fry him up in that Crisco. Fight the grid, I'ma dip to a flip phone. On the splits, every lick is a shitload. Throw a fit, throw a kiss, I'm in bitch mode. Got some ice on my nips, on my tits cold. Calling all the pretty girls in your zip code. I need all my skinny bitches in my big hoes. Form a line. Bad bitches, every city in my tribe. Look behind. Booty dominate the world, peach is ripe. Check my baby G-Shock, said it's time. All my thoughts linked up, multiplying, no divide. Dropping hit after hit, never miss, it's a crime. But my karma stay lit, Buddha sit by my side. Put the work in, practicing and learning. Only truth when I spit, write a fucking sermon. Even shoot all my flicks. So Leute, wir haben unsere Bestellung erhalten. Und zwar sehr schön angerichtet. Von unserem Kameramann, die Chili Cheese Fries. Dann haben wir für den Thorsten, das alte Fossil kriegt einen 90s Burger. Und ich wie immer ein Crispy Chicken, beziehungsweise ein Spicy Crispy Chicken. So, jetzt nehmen wir das mal das Ganze in die Hand. Hoffentlich ist das Ding nicht so scharf. Hoffentlich nicht. Den hoffentlich ist das scharf, ist doch anders. Das ist alles eigentlich. Hoffentlich ist das scharf, kann das schön. Hoffentlich. Der Afterburner. Ja. Ich muss ein paar Pommes in der Rache. Ja, gut rein. Der geht auf jeden Fall richtig gut rein. Auch die Jalapenos, die man hier sieht, sind zum Glück für mich Weichei nicht so scharf. Und ich pin sofort bei Schärfe rum. Also absolut erträglich. Auch für die Mimosen überall. Hast du uns eine Mimose hier? Ja, ja. Ja. Ach so, warum wir hier sind? Wie hieß der gute Mann? Schalker Keeper, Grüße gehen raus. Ja, er hat uns den Tipp gegeben, hat es quasi drunter geschrieben. Und ja, und heute sind wir da. Und der Cheeseburger ist wirklich sehr, sehr gut, kann man nur empfehlen. Fleisch ist top. So, der Burger neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich muss sagen, es ist leider ein Ende mit Schrecken, weil er halt dann leer ist. Wie viele von euch sicher schon erkannt haben, sind wir auf der Schäne auch. Und da soll das Essen auch richtig gut sein. Wie gesagt, Schalker Keeper hat uns hier den Tipp gegeben. Und es ist das letzte Mal, dass ich das Wort Schalke an dem Abend in den Mund nehme.
Sascha, darf ich dir noch eine Frage stellen für den heutigen Tag? Aber klar doch. Wer ist deutscher Meister? Es ging mir nie besser. Sascha, sag doch einfach warum. Weil er ein Dortmund-Fan ist. Deswegen will er den Schalker-Namen heute oben nicht mehr in den Mund nehmen. Dann muss ich es halt ab und zu machen. Egal. Schalker-Keeper. Es gibt auch nette Schalke-Fans. So sieht's aus. So Leute, ihr wollt natürlich noch wissen, wie das Ganze geschmeckt hat. Und wie gesagt, seit ein paar Folgen haben wir unsere 5 Kritikpunkte. Und die gehen wir jetzt nach und nach durch. So, wir haben jetzt gesagt, erster Punkt ist das Brot. Okay, es war nicht selbst gemacht, aber es war ein gutes Brioche-Burger-Bun. Ja. Hat gut geschmeckt. Kann man nicht maulen. Was sagst du zum Burger-Bun? Was hattest du? Du hattest ja einen anderen Burger. Ich habe auch einen Cheeseburger gehabt. Das war ganz normales Brot, würde ich sagen, mit Sesam drauf. Ein solides Burger-Bun. Ja, also ganz normales Burger-Brot. War wirklich gut. War angebraten leicht. Also das heißt, es war nicht trocken. Ja. Weil sie streichen, ich weiß nicht, was gesehen hat, den Burger nochmal über die Butter da was dran angebraten. Und das merkst du halt, er ist sehr weich und knusprig. Ja, ist wirklich gut. Auf jeden Fall. Ja, Punkte. Ihr wollt natürlich auch die Punkte wissen. Mhm. Das Burger Bun, weil es halt nicht selbst gemacht ist, gebe ich 8 Punkte. Ja, hat selbst gemacht. Na, er gehört eigentlich normalerweise nur 7 Punkte. Ja, aber. Ja, ich meine, das ist Arbeit. Das ist ja, aber es war ein gutes auf jeden Fall. Ja, es ist einfach Arbeit. Ich habe schon schlechtere Burger Buns gegessen, die gekauft waren. Viel schlechtere. Also das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Nee, ich bleibe bei den 7 Punkten. Das war solide. Ja, ja. Jetzt das Fleisch. Du hattest natürlich wieder Beef. Ich hatte Chicken. Ich hatte den Spicy Chicken. Es war schön knusprig. Es war nicht zu trocken und auch auf gar keinen Fall zu saftig, wie wir es schon mal hatten. Ja. Es hat sich mit dem Burger Bun gut im Rachen angefühlt, definitiv. Sage mal was anderes, das hat sich gut vereint. Es hat sich gut vereint, ja. Mit Vereinen kenne ich mich ja aus. So ist es auch beim Burgerschmaus. Ich sag gar nichts dazu. Achtung. Achtung. Oh. Und für das Patty gebe ich 8,5 Punkte, weil es hat mir echt gut geschmeckt. Es war knackig, ja. Es war nicht zu saftig. Rundum. Ja, und es hat sich gut im Rachen kombiniert. Wenn es sich im Rachen gut kombiniert, gibt man mal 8 Punkte. Es war knusprig. Es war nicht trocken, also es war wirklich saftig. Es hat vor allen Dingen nicht nach Fett oder Öl getrieft. Also mit reinbeißt, es man läuft, am läuft nicht wirklich. Das Einzige, was dir hinausläuft, ist eher der Ketchup oder der Senf, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Also, definitiv 8 Punkte. Also, das war. Wir haben jetzt noch nicht viel Referenz, aber das waren definitiv 8 Punkte. Ja. Ja. Was haben wir als nächsten Punkt? Den Salat. Okay. Es war frisch. Mehr kann man nicht sagen. Es war jetzt nicht übermäßig viel Grünzeug drauf. Ja. Es war frisch, das war aber. Es war frisch. Es ist wieder ein frischer Achter. Auch beim Salat, definitiv. Bin ich dabei mit 8 Punkte vom Salat. So, was fehlt noch? Was die Soße. Die Soße. Die Soße. Der Burger ist zum Glück mit sehr wenig Soße ausgekommen. Es hat nicht getrieft vor Soße. Es hat sich komplett gut integriert. Wir hatten auch schon Burger, also jetzt nicht, leider nicht auf Video, sondern. Ja, wo wir auch privat schon gegessen haben, da haben wir mal reingebissen, da ist ein Wasser voll von Soße runter. War hier nicht der Fall. Perfekte Menge fürs Patty, perfekte Menge fürs Bun. Solid, wir schlittern hier wieder auf der 8 rum. Ganz solide auf der 8. Ich finde, es war genau bemessen, so dass es nicht unbedingt hin. Klar, es läuft immer ein bisschen was raus. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, beide schon privat anders erlebt. In unserem Alter läuft es immer ein bisschen inkontinent, mein Freund. Da können wir nichts ändern. Das ist der Zahn der Zeit, der an uns nagt. Ja. Ja. So, die Besonderheiten. Ja, die Besonderheiten. Da wir Kinder der 90er sind, oder waren, sind, ja, noch sind wir. Ich muss halt sagen,
In den 90ern war der Thorsten schon volljährig und wir noch Kinder, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Oh ja. Und zwar, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, bei der ein oder anderen Szene sind viele Bilder von Stars aus den 90ern. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Das ist wohl wahr. Und das war richtig cool. Dass es sowas an der Endhaltestelle gibt. Ja. Ja. An der Straßenbahnlinie. Die Endhaltestelle hier in Mannheim-Schönau. Ja. Und wir haben. Hier gibt es mehrere Läden noch. Also gerade hier das zu machen, hier ist eine coole Sache. Ja. Und der Laden ist auch sehr, sehr gut besucht. Muss man sagen. Also wir sind vorhin rein, waren ein Haufen Leute, da war mal 2-3 Minuten nichts. Und jetzt sitzt wieder alles. Die Jugend liebt uns auch. Also ehrlich, ein geiler Platz, geiles Konzept. Ja, finde ich. Und auch die Gestaltung wunderbar. Ja, nicht groß, innen drin klein gehalten. Ja. Paar Sitzplätze außen, paar Sitzplätze drinnen. Ja, weil die 90er uns direkt ins adipöse Herz treffen, gebe ich für den 90er Aspekt 9,5 Punkte. Ja, oder? Ja. Ja, 9,5, weil der Laden ist super. Ja, ja. Hier Endhaltestellen, das ist halt auch sowas. Ja. Und auch ein sehr, sehr freundliches Personal. Die wissen gleich auf uns. Okay, wir hatten die Kamera dabei, aber gleich wurde gefragt, oh, was macht ihr? Bla bla bla. Wir haben unsere Fehler Wildlife-Karten hergegeben, verteilt. Ja, ich hoffe, wir haben neue Fans gewonnen. Und auch ein paar neue Abonnenten. Apropos Abonnenten. Leute, wir haben gesehen, dass die meisten von euch uns noch gar nicht abonniert haben. Wir fordern jetzt ein kostenloses Abo von jedem, der das sieht. Ja, ist zwar eine utopische Vorstellung, aber ich glaube an euch, Leute. Abonniert diesen Kanal, damit wir weiter mit euch wachsen können. Vor allen Dingen kommentiert das Ganze, wenn ihr denkt, es gibt noch bessere Burgerläden. Rein unter die Videos. Und wir versuchen sie irgendwie abzuarbeiten. Ich hab was vergessen, die Pommes waren auch geil. Oh ja. Oh, wir haben noch Chili Cheese Pommes gehabt für unseren Kameramann. Die waren auch echt in Ordnung. Die Soße war cool, Jalapenos waren wirklich nicht so scharf, dass mir morgen wieder der After brennt. Dude. Ach so, darf ich After sagen? Ja, ich sag halt mal After, der sogenannte Afterburner. Ja, also rundum gelungen. Ihr könnt hier nichts falsch machen. Definitiv. Bei Nepsis Burger. So, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns wieder demnächst bei Viernheim. Wildlife!